Warte. Für Wut, Panik und Verwirrung sorgte am vergangenen Samstagabend ein seltsamer Zwischenfall bei den Passagieren des Fluges 618 Lux RLG aus Palma de Mallorca. Da angeblich einige Flugzeuginsassen Symptome der neuen Grippe aufwiesen, durfte eine Stunde lang niemand die Maschine verlassen. Angehörige und Freunde der Reisenden wurden nicht über die Verzögerungsgründe informiert. Als ein angeforderter Arzt nicht erschien, wurden alle Fluggäste aufgefordert, ein Formular des Gesundheitsamtes auszufüllen und durften den Flieger schließlich verlassen. Nach der Opposition hat nun auch die Kirche Luxemburgs Stellung zum Regierungsprogramm 2009 genommen. Die Kirche verlangt demnach, dass der Ausbau eines nachhaltigen Sozialstaats sowie die Wahrung des sozialen Zusammenhalts als roter Faden der neu bestätigten Koalition auch in der Finanz- und Wirtschaftspolitik bestimmend sein soll. Sozialer Zusammenhalt und eine menschliche Gemeinsamkeit sei das Gebot der Stunde. Und dies bedarf gestärkter politischer Rahmenbedingungen, die die Menschen aufbauen und nicht im Regen stehen lassen. Bei einem Angriff auf ein Zentrum für Homosexuelle in Tel Aviv sind am Samstagabend 2 Menschen getötet und mindestens 11 weitere verletzt worden. Nach Angaben von Zeugen feuerte ein maskierter Mann mit einer Schnellfeuerwaffe auf junge Schwule und Lesben, die vor dem Eingang des Zentrums standen. Obwohl gleichgeschlechtliche Liebe in Israel im Allgemeinen toleriert wird, sind vor allem Homosexuelle oftmals Anfeindungen von ultraorthodoxen Juden ausgesetzt.